Oh nein. Ja, leck. Okay, gerade passiert nichts. Ey, wer der Server schmiert jetzt ab? Oh, oh, oh. Jetzt kommt bestimmt das Update. Oh nein. Oh nee, Mann, ich will jetzt kein Update haben. Ja. Alle am Start. Alle am Start. Witzig. Und hallo, Luke. Hier sind wir Pullovertierchen hier vorne. Ja. Laut aktuellen Patch-Notes kann man betäubte Dinos nicht wieder in den Pokéball packen. Na, ich hatte das ja eben auch kurz versucht, aber... Na, wir haben auch... Vielleicht kam der Patch ja auch irgendwie jetzt schon seit, keine Ahnung. Ja, und danke, Thomas. Okay, ich pass mal auf. Okay. Ich mach mal Licht an. Ich mal runter. Plopp. Ey, schon mal... Ich höre nicht Eriks Glocken, ich höre einfach nur Glocken. Wenn ich Eriks Glocken hören würde... Black Boots, gelb, das Rezept. Das bekommen. Master. Ja, ich glaube auch. Oh, sehr schön. Und Longneck Blau, Rezept. Wissen wir hier jetzt weiter? Wir können... Das sieht so aus. Ja, ja, und hier vorne ist ja der Weg. Mal gucken, ob wir gleich runterkommen, dann hätten wir nämlich gleich den gelben Loot Crate noch am Start. Ja, hier vorne sind, glaube ich, die Wasserfälle. Ja, ein Bärchen und ein Affe neben mir. Meine Fackel ist... Beleidigst du Erik schon wieder, sag mal. Eigentlich ist Anni gerade neben mir. Nee. Nein, ich bin nicht. Als du das gesagt hast, war Erik neben dir. Aha. Ja, ja. Ich häng. Und Hallöchen, Dana. Hallöchen. Ach, Wölfe sind auch noch dabei, die Alex. Und ja. Na, rechts daneben. Ist immer einer ruhig, weißt du? Das ist genau wie bei den Rexen, die machen die ganze Zeit Stress und bevor sie irgendwie zuschlagen können, sind sie tot. Kann man die Pullovertierchen eigentlich irgendwie anders auch triggern mit Granaten oder irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Rechts ist ein Bär, Erik. Ja. Oh. Bleib stehen, bleib stehen. Da kommen noch mehr Bären. Wo wir gerade rumstromern, wir stromern gerade in der Eishöhle rum. Unter dem Eis. Oh ja, links kommt noch ein Bär. In der Titanenhöhle. Die Gegend heißt Snowdome. Hat wie? Snowdome. Ja, das ist ja die Kuppel. Ach so. Über uns. Ach so. Ach, ich dachte, die Höhle heißt vielleicht auch so. Wenn du auf der Karte guckst, dann wir sind doch genau unter dem Eis. Ja, ja, wir sind unterm. Ja, okay, cool. So, und jetzt? Wo lang? Na, geradeaus hier auf und Pullovertierchen hier rechts. Wie sind wir doch reingekommen da hinten? Ja, wir wollen zum gelben Loot Crate. Ja, ja, aber ich glaube, da vorne ist eine Rampe links runter. Ja, genau, das meinte ich ja. Da an den Wasserfällen geht's runter. Na, wir hatten ja gestern schon die, ich hab keine Ahnung, wie die heißt, also im Sunken Forest, also hier im Redwood, diese Höhle unten mit dem Forest Titan. Keine Ahnung, wie der genau ist. Das ist hier, wie gesagt, die Eishöhle und die Wüstenhöhle. Haben wir noch nicht gemacht. Hallo, Bärchen. Ja, da geht's auf jeden Fall links runter an den Wasserfällen und dann kommen wir zum gelben Loot Crate. Aber ich habe keinen Artefakt oder sonstiges gesehen. Im Düsen. Ja, ich meine, das Artefakt bei der Höhle ist ja auch nicht respawned. Und als ich da gestern Nacht doch mal war, da habe ich das auch nicht gesehen. Und ich glaube kaum, dass das, ich weiß nicht, eine Respawn-Zeit von 5 Stunden hat. Oder das spawnt hier auf irgendeinem Vorsprung, links rum, so hier. Auf irgendeinem Vorsprung, wo wir nicht hingeguckt haben oder sonstiges. Kann ja auch sein. Es gibt ja einige versteckte Bereiche in den Höhlen, die man mit Tieren gar nicht erreicht. Aber da ist halt eigentlich nichts drin. Ich hätte schon gedacht, dass vielleicht mehr Loot Crates drin sind, aber es ist halt echt wenig, was hier los ist. Da kommen Bärchen. Ein paar mehr Bären. Einige. Ja, die anderen hängen aber irgendwo fest im Fluss. Die schwimmen gerade. Wir versuchen es zumindest irgendwie. Die frieren da fest da vorne. Ja, die schwimmen da ein bisschen langsam. Ja, aber wenn die zum Beispiel jetzt hier so einen Pärchenbonus haben, dann machst du echt nicht viel Schaden. Ne? Mhm. Das wird schon einen Bonus haben, plus 30% extra nochmal. Von rechts kommt Nirti. Da kommen Bärchen runtergefallen noch. Ja, die dürfen dich auf jeden Fall nicht von der Seite erwischen, dann machen die richtig fett Schaden. Ja, bleibt mal im Wasser, Freunde, bleibt mal im Wasser.
halt blöd, wenn man zu kurze Beine hat zum Laufen, ne? Bleib einfach stehen, Anni. Naja, die Steine nerven mir immer so ein bisschen. Auch so eine komische Laufanimation hier. Na, weil hier Dings ist, weil hier Wasser ist. Aber so, oh, ist ja. So flaches Wasser. Mhm. Witzig. Gut aus. Achtung, links Pullover, Erik. Mhm. Ich hol's mir, ich hol's mir. Komm her. Lecker. Zack, tot. Oh, da kam noch eins raus. Kommt immer noch eins raus. Das ist die beschleunigte Zellteilung bei denen, ey. Komm her. Ich glaube, wenn der hier irgendwann mal 1000% Damage hat, packe ich den Rest noch an Lebenspunkten. Ne, schadet glaube ich nicht. Dann macht der Tekrix aber dann mehr Schaden. Na, der hat ja generell Imprint-Bonus. Achso. Der ist ja 100% Imprint. Und Hallöchen, Warhawk. Endlich Feierabend. Na dann, lehn dich zurück, genieß deinen Feierabend. Wir haben noch nicht Feierabend. Wir nee, wir haben noch nicht. Ne, rumkämpfen. Wir müssen ja noch so ein bisschen rumgucken. Und wir müssen vor allem auf dem Rückweg dann noch unser Tierchen abholen. Ja. Geilen Tech-Rex. Und das nicht in Kryoport nehmen. Das mhm. ist auch richtig. Boah, auf das Kind freue ich mich ja richtig, ey. Oh yeah. Erstmal gespannt, was das, was der Rex für Werte hat. Mhm. Ich hatte ja so einen richtig tollen Food-Wert. Unbedingt. Na, Oxygen wäre geil, ja. Also Tauchrex braucht man immer mal. Der Unterwasserrex. Auf der Karte hier. Besonders auf der Karte. Mann, Steine. Leck. Oh nein. Ja, leck. Okay, gerade passiert nichts. Ey, wer der Server schmiert jetzt ab? Oh shit. Oh oh. Jetzt kommt bestimmt das Update. Oh nein. Oh nee, Mann, ich will jetzt kein Update haben. Oh nee. Oh nee, okay, es war nur das Leck des Todes. Es war Leck des Todes, alles klar. Er hat kurz geupdatet. Wow. Uiuiui. Ui. Da bleibt er mal ganz kurz. Ich hab mich schon sterben sehen. Ja. Boah, ey, ja. Boah. Holla die Waldfee, das war ja gerade wieder spannend. Na, immerhin, wenn wir alle offline sind, kriegen die Rechse keinen Schaden. Ah. Puh. Welche? Kann man unter dem Wasserfall da hinten durchlaufen? Achso, da kommt man wieder in dem anderen Raum raus. Ja. Das 600er Schellen. Ja, die hauen auf jeden Fall richtig rein, die Bären. Und am Donnerstag nochmal die Unterwelt-Höhle in der gleichen Konstellation. Schauen wir mal, ne? Kann man auf jeden Fall gut leveln. Ich meine, wenn der Clemens, ich weiß gar nicht, wo der eigentlich steckt, sag mal. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, hat ja eigentlich gesagt, der ist diese Woche wieder am Start. Deswegen dachte ich eigentlich, das ist schon am Montag oder so, aber. Vielleicht spielt er heute mit Martin oder so? Warte mal. Dann könnte man den auf jeden Fall mal zum Leveln mitnehmen, weil das geht, glaube ich, richtig flott. Was der Explorer Notes hier noch nicht angesammelt hat, da macht er wahrscheinlich gleich direkt in der Höhlentour Level 70, 75 oder so. Überlege, der Rex hat auch jetzt schon 150.000 EP bekommen hier drin. Mhm, krass. Ja. Ja, der hier ist ja ungelevelt hier reingegangen mit 2000 oder so. Hat jetzt 162.000. Und 1020% Schaden. Ach, hier ist schon wieder so komisches Wasser. Oder? Das sah gerade schon wieder so komisch aus, die Laufanimation. Aber wer weiß. Nee, glaube ich, alles gut hier. Dann ja, vorne links rum ist dann halt der gelbe Loot Crate. Schade, dass die immer so schnell ausgehen, die. Ja, die verschwinden halt irgendwo in irgendeinem Gestein oder so, keine Ahnung. Gefühlt. Auf die Bärchen links von dir, Alex. Naja. Der Stein hier ist ein Traum. Ja. Der ist super. Oh yeah, endlich auch mal wieder ein Level up. Das war nicht mal für den Rex, das war für mich. Na schön. Komm her, Wolf. Hier ist noch irgendwas. Ah. Paar Wölfe. Ja, da kommt noch ein Yeti.
diese. Was ist denn hier? Ich rutsch grad. Ich schwimm gerade im Wasser. Naja, das hatte ich auch. Ja, aber ich bin gerade weggeschwommen. Im Wasser. Erstmal ein Level verteilen. In Malerfertigkeit. Ja, wenn es das geben würde. Oh, dann kannst du HD-Texturen machen. Weißt du? Ja. Richtig gut. Oh, da vorne ist der Loot Crate und daneben sind direkte Pullover-Tierchen gewesen. Weiß noch nicht, wie wir die triggern können. Oh, ich slide hier automatisch in. Naja, ja, du schwimmst. Ja. Das ist Wasser hier. Na, solange man hier nicht über den Abgrund segelt, ey. Kannst aber immer nichts machen. Ach, da ist der Loot Crate. Wasserfall sind noch Pullover-Tierchen. Ja, Vorsicht. Na, vielleicht ist da ja auch geiles Zeug. Also, die sind auf jeden Fall direkt zwei daneben. Das sieht man ja, die Erdhügel. Lass es sie doch. Steig kurz ab und dann direkt wieder auf, vielleicht. Kann man die triggern, wa? Ja, und nach die Uwe. Okay. Liebe Grüße an Pete. Oh, die ist auch. Oh, Scheiße. Oh, nein, nicht hier runterspringen. Oh Gott, Alter, bleib. Wo stehst du? Rex. Ich sehe nichts. Oh. Ich sehe nichts. Ja, geht schon. Beide tot. Ich bin wieder aufgestiegen. Ach, da ist noch ein drittes. Wir waren alle gestunt, WTF, Alter. Und das sind komisch garstige Viecher. Noch ein viertes. Ja. Fünftes. Und haben überlebt. Ein fünftes, ja. Hö, was ist das denn? Warum ist das so dunkel geworden? Da kamen gerade plötzlich die Flägern runter. Oh Gott. So. Puh, das war ja eine knappe Kiste hier. Ja. Na dann. Warte mal, Erik. Ich komme hier gerade nicht raus. Weil der Mari wieder drängen muss. Natürlich. Und? Megatherium-Sattel blau Blueprint. Und noch was? Voll den Erik. Sehr schön. Was war das andere? Kurz gucken. Und Flakhelm. Juhu. Lila. Aber kein Blueprint. Aber noch kein Artefakt in Sicht. Nee. Also, wenn jemand von den Zuschauern eine Ahnung hat, wo hier in der Höhle ein Artefakt sein könnte. Ich glaube, wir machen uns jetzt aber mal auf den Rückweg, ne? Naja, weil an der Plattform waren wir jetzt zwar noch nicht, aber da habe ich auch kein Artefakt gesehen. Gut, ich war jetzt nicht ganz bei der Plattform. Müssen wir den Wasserfall runterspringen und dann weiterlaufen? Mhm. Schade. Also jetzt nach oben da, wo der See war? Mhm. Also eigentlich über die Brücke rüber oben. Direkt über uns halt. Hey, warum schwimmt man hier? Oder soll das wirklich Eis darstellen, wenn man da diese komische Bewegung macht? Gute Frage. Bestimmt Eis. Ich meine, das Wasser, das ist hier, ich weiß nicht, Zentimeter tief? Komisch. Auf einem See auf einer kleinen Insel. Also bei uns, wir hatten... Die sieht man ziemlich deutlich. Ja, die Artefakt-Dinger sieht man, klar, aber wir haben hier noch keinen... Also beziehungsweise, der See ist unterhalb von dem Artefakt-Dingen, Quatsch, von der Plattform. Da ist ein See gewesen, da ist sich dann die Frage, ob das der See sein soll. Weil oben hat man auch einen See. War schon alles respawned hier, ey. Mhm. Wart ihr an der Plattform, wo man den Titan beschwören kann? Nee, haben wir noch nicht gefunden. Naja, die ist halt oben bei dem See links rum. Da geht eine Rampe runter. Die haben wir ja vorhin nicht gesehen. Achso. Da links ist ein Pullover. Ja, ich schnapp's mir. Komm her, Pullover-Tierchen. Denk dran, da sind immer vielleicht noch ein, zwei andere, ne? Ja. Oh ja, da kommt das zweite. Ja, beide tot. Bei dem Ausdauer tanken. Oh, ich häng... überholen, Mario. Gar nicht? Kannst gerne überholen. Achso. Jadana, das Artefakt in der Wüstenhöhle, das ist aber, glaube ich, da. Wir hatten aber gestern zum Beispiel das in der Waldhöhle, ich nenne jetzt einfach Waldhöhle. Da hatten wir zum Beispiel das Artefakt genau am Eingang. Also wirklich direkt am Eingang war das irgendwo im Felsen, da wo es wahrscheinlich gar nicht hingehört, weil das war einfach irgendwo weiter oben so halb so im Berg drin, quasi mehr oder weniger. Wahrscheinlich ist das einfach direkt irgendwo 100 Meter weiter oben gespawnt. Irgendwie durch die Map gefallen. Ja, wahrscheinlich. Also das ist auf jeden Fall auch noch nicht in Ordnung. Weil da geht's mit Sicherheit nicht hin. So, jetzt rechts den Weg hoch, dann links zwischen die Wasserfälle durch, ja, rechts Kurve. Wo der Weg lang geht, ist klar. Aber das Problem ist halt, da gibt's halt nichts.
Die Frage ist halt, ob wir jetzt hingehen, wenn es da nichts gibt. Noch nicht. Ist halt die Frage, ob du dich nochmal auf die Eule setzt, ob die jetzt wach ist und nochmal rumfliegst. Petri können ja nehmen, wollte die Eule nicht. Also die Steinbrücke haben wir gesehen, wir haben nur vorne bei dem Wasserfall, bei dem See, wo wir waren, haben wir den Weg links runter nicht gesehen. Den hatte ich ja gerade schon entdeckt, als ich mit dem Petri angeflogen bin. Ich meine, ich kann da nochmal kurz eine Runde drehen. Ja, wäre glaube ich ganz cool. Wenn hier irgendwo sicher ist. Da kommt ein Bärchen. Warte mal, Erik. Oh. Ich habe auch keine intakte Fackel mehr. Willst du meine haben? Ich brauche keine. Ich habe die ganze Zeit nicht benutzt. Passt schon. Ich habe auch Pinsel mit. Das Wichtige. Ja, 3 Stück. Da ist ein Wolf. Ist ein, ja. Ja, der wollte zu Mario. Der schwimmt jetzt erstmal. Ja, ich glaube, das mit den Loot Crates ist halt auch Zufall, weil wir hatten gestern zum Beispiel in der anderen Höhle, in der Waldhöhle hatten wir 2 blaue und einen roten. Der rote ist sehr schnell respawned und die blauen gar nicht. Also, wie gesagt, das kann... Ob das so jetzt gewollt ist oder ob das wirklich random ist, früher gab es ja immer so mehr oder weniger feste Timer. So halbwegs zumindest, nicht immer hundertprozentig genau, aber trotzdem irgendwie so halbwegs feste Timer. Und das Problem ist halt, hier ist irgendwie völlig random. Genauso mit den Artefakten, also keine Ahnung... Wie die respawnen, wir hatten auch schon ja damals in der Sumpfhöhle auf die Island, hatten wir damals zum Beispiel auch das Phänomen, dass die irgendwie eine Stunde gebraucht haben zum Respawnen, als wir da mit 8 Mann drin waren oder 10 Mann, keine Ahnung. Das hat ewig gedauert. Da unten am See spawnt das. Also jetzt ist gerade leider nichts da, aber da waren wir ja vorhin. Ja, wahrscheinlich irgendwie in der Mitte auf der Insel da oder so. Mhm. Ja, oder, schade. Oder hier unten ist auch noch ein See. Aber jetzt hätte man leuchten sehen. Ja, ja. Ist ausverkauft heute. Hat schon wer weggelootet. Genau da, wo der blaue Kristall ist. Ja, aber wie gesagt, wir hatten gestern auch das Artefakt von der komischen Waldhöhle. Das war direkt am Eingang. Da gehört es mit Sicherheit nicht hin. Das macht keinen Sinn. Nee. Das wäre dann keine Leistung, so ein Ding zu holen. Oben. Und da um die Ecke ist das Terminal. Ja, ja, das, wie gesagt, den Weg genau links da, haben wir ja nicht gesehen. Kristall. Vielleicht ist irgendwo gespawnt, wo es nicht hingehört. Kann ja sein. Oder ist einfach nicht da. Irgendwo an der Oberfläche außerhalb der Map. Wahrscheinlich. Über der Höhle, genau. Man kann das nie jemand einsammeln und man kann nie die Bosse machen. Aber wir haben auch nichts gesehen, irgendwie, was irgendwie leuchtet. Das siehst du wirklich sehr, sehr weit. Ja. Das kann man nicht übersehen. Das stimmt. Hallöchen, Werdahock. Hallöchen. Tja, schade ums Artefakt, ey. Das leuchtet schnucki rosa. Ja, leider hier heute rosa, nicht. Rosa, boah, das hätte ich gern. Rosa, super. Hm. Hier ist die Plattform, aber wie gesagt, hier ist halt nirgendwo ein Artefakt. Ausverkauft. Tja, müssen wir irgendwann anders nochmal her. Strange. Aber was man machen könnte zum Beispiel, ich meine... Klar, man fliegt jetzt natürlich mit dem Petri durch. Entweder fliegt man halt nochmal durch mit dem Petri, um zu gucken, ob hier was ist. Oder man schickt mal so eine Drohne her. Mm. Wie viel Ausdauer haben denn die Drohnen? Ich glaube, die haben eine Maximalreichweite. 40.000 Felder, Meter, was auch immer. Keine Ahnung, was da dran steht. Aber frag mich nicht, wie weit das hier in-game ist. Ja, aber schade, dass es nicht da ist. Ich hätte jetzt schon gerne eins gehabt, aber dann ist es halt so. Und Hallöchen, Leo. Das hätte man wirklich sehr deutlich gesehen, weil gestern, das war auch so ultra auffällig. Da kommt der Mario wieder. Oh, ich habe keine Akku oder irgendwas? Nee, passt, glaube ich. Ja, dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Wir müssen ja noch ein großes Tierchen einsammeln unterwegs. Na dann.
So. Der Kutscher kennt den Weg, hier kommt ein Yeti. Na, einfach links hoch. Endlich mal wieder. Der ist slide hier schon wieder durchs Wasser. Und Andi, hallöchen. Ich glaube, das ist wirklich Eis. Das macht, glaube ich, Sinn. Der Yeti schwimmt halt übers. Und hallöchen, Leo. Servus, guten Abend. Wir sind gerade noch auf dem Rückweg aus der Eishöhle. Wir haben jetzt leider das Artefakt nicht gefunden. Das ist nicht an der Stelle, wo es sein sollte. Ja. Ist natürlich ärgerlich, aber ist halt einfach so. Wir haben dafür ordentlich XP abgestaubt. Ein bisschen was an Loot Crates eingesammelt. Na, irgendwann müssen wir ja mal Level 97 für die Quetzplattform machen. Mhm. Ja, wenn das so weitergeht, geht das schnell. Ja, was habe ich jetzt? 85, ey. Ich bin 81. Kann man nicht hier auch irgendwie so einen XP-Trank reinhauen oder so? Wir können ja gleich auch nochmal ein paar Narcotics durchjagen. Wir brauchen ja die welche. Ja. Mit dem Mühlstein geht das ja jetzt richtig schnell. Und das ist nicht aus einer Mod, das gehört zu Ark Extinction. Das ist ein Kryopod. Die kann man finden, wenn man hier so eine Airdrops macht. Also es sind dann quasi... Werden von links, hinter euch. Ja, so eine Supply Crates quasi. Und die muss man verteidigen und am Ende kann man die dann bekommen. Das Coole ist halt wirklich, du kannst halt Tiere damit völlig entspannt von A nach B schleppen. Das Ding wiegt trotzdem immer nur 0,5. Wenn die von der Seite schlagen, die Bären machen Ultraschaden. Ja. 600er Schellen. Und Bertha kühlt sich gerade den Schwanz. Na, bei so viel Verkehr. Da kann der Schwanz schon mal glühen. Ja. Oh, ein Pullover hier rechts drauf. Zwei ja. Stück. Ui. Einfach stehen lassen. Ja, toll. Da hat der Erik schon reingebissen. Da musste ich dann hinterher beißen. Ich lasse ihn nicht einfach stehen, wenn ich neben dem vorbeilaufe. Ach klar. Greif nicht von alleine an. Also wenn du nicht gerade zufällig was absteigst oder ja. So. Ja, diese Kryo-Pot-Dinger sind auf jeden Fall richtig gut, weil du hast auch auf jeden Fall immer die Möglichkeit, große Tiere, so wie Bronto, einfach mal schnell von A nach B zu tragen. Ach. Bei mir hat die gerade einen Stein nicht geladen. Mir wurden die... Bären aber nicht mehr angezeigt. Ja. Gerade, wo sind die denn jetzt hin? Wir kommen gerade auch nochmal. 5 Bären. 1005 Schaden. Oh. Alter, was ist da das alles? Für ein Level? Aua. Das weiß aber. 88, 472. Das weiß aber schon. Naja. Ich hätte 472er. Ja, mit Sicherheit. Gut, dass wir die Hitpoints haben. Ja, stell dir vor, du zähmst den 472er, was da rauskommt. Hm. Hier steht ein Terrorbird. Tausend Damage, Alter, ey. Ich meine, man merkt schon, dass wilde Dinos 150% Schaden machen. Oh, ich finde das aber gut. Das macht es ein bisschen interessanter. Yetis, die nerven irgendwie einfach nur. Die machen ja eigentlich kaum was. Ist natürlich dann die Frage, ob uns das beim Boss helfen wird, wenn der 150% Schaden macht. Wir denken, so ein paar Wölfe, die können wir stehen lassen. Ja. In der Theorie können wir das. Da habe ich schon gebissen. So ein Boss mit 150% Schaden ist bestimmt geil. Boah, da war ja ein richtig erfolgreicher Tag. Ja, Alex. Das ist schon verdammt große Höhle hier, ne? Oh ja. Mhm. Ich meine, wenn jemand Titanen durchpassen muss, also von der reinen Theorie her. Thomas, gute Nacht und genieß noch die letzten, 70 Minuten von deinem Geburtstag. Mhm. Hau rein, schlaf gut und viel Spaß im neuen Lebensjahr, ne? Tu nichts, was wir nicht auch tun würden. Und ciao, Miri. Ja, auch einen schönen Abend noch. Und allen anderen, die jetzt reinhauen, natürlich auch. Ich sag euch aber nur, ihr verpasst gleich nochmal den Blick auf das schöne, neue, gezähmte Tier, was wir unterwegs abholen müssen. Mhm. Das würde ich mir nicht entgehen lassen an eurer Stelle. Ja, ich bin doch schon hier. Schieben. Ich schieb doch nicht. Schade wo. Klar schiebst du. Ach, Quatsch. Schiebst du dich direkt in den Bär rein? Ja, man kann andere nicht schieben. Tja.
Anscheinend ja schon. Doch, das geht. Ich kann das. Mit dem Rex geht das. Schiebung. Dieses blöde Yeti-Vieh hier. Ach, diese Fackeln, ey. Meine 5 Fackeln auch durch. Ey, wie viele Hitpoints Kolumbien haben wir hinter dir, Anni? Na, mal gucken, ja. Mein Gott, ey. Stirb, Mann! 464. Ja, die haben auch, weiß nicht, 20... Oh. Pullover-Tierchen. Alter, auf so kacken hier, Alter. Du bist eine Maschine. Guck mal. Im Gefecht wird nicht gekackt. Echt mal. Hast du schon einen Panzer kacken sehen? Oh. Oh, Bärchen. Links Bärchen, ja. Ach, der hängt jetzt am Stein, den können wir auch lassen. Ach, der jetzt kommt da rüber. Der kommt irgendwann, kommen Saale. Ja. Na, bei der Aquarange von den Bären ist auf jeden Fall, die kommen mit Sicherheit an. Oh, ich freue mich so drauf, wenn wir die mal hier zusammen mit den Leuten machen, ne? Oh ja. Boah, das wird so ein Gewusel. Ja, aber dafür kommt so man gut voran dann. Ja, aber nur auf Parasaurus. Ja, wir machen dann mal die Höhle zu Fuß hier. Oh ja. Compound, nur mit Pike. Compound bei uns und los geht's. Ja, wir machen einfach mal so ein, weiß nicht, so ein Contest. Mit Wingsuit weit so weit möglich rein und den Rest mit Runspeed. Oh, die Wingsuits, ey. Da kann man mal so ein Ringe-Rennen irgendwie durch die Stadt machen. Das geht hier sogar relativ gut in der Stadt, weil... Ich hatte es zwar schon mal für Ragnarok oder so geplant, aber da hat es ja die Möglichkeit gar nicht so gehabt, weil die Karte hat zwar Höhenunterschiede, aber da kriegst du die Ringe irgendwo festmontiert. Hier in der Stadt geht das schon ohne Probleme. Ja. Ja, nicht nach hinten gehen, Mann, das ist kacke. Du musst nach vorne schubsen. Wenn euch jemand hinten hilft, dann bleibt einfach stehen. Nicht weggehen, wenn er beißen kann. Ach kurz, du hast 84.000 Schaden gemacht, Mario. Ja, auf jeden Fall. Ich hab Atombombe hier rausgepackt. Für den Nuke. Der Atomrex hier, ey. Also langsam werde ich langsamer. Man merkt's. Ja, schon langsam bist du Zeug im Winter. Der Pelz, ey. Ja. Ich hab eben schon mal ausgemüllt, aber der Pelz wiegt halt 460 Kilo. Der Kleine kann nichts tragen. Ja, ist halt, ich sehe halt nichts mehr hier durch die Fackeln. Kaputt. Ja. Pullover. Ach nee, Wolf. Ist genauso gesprungen wie ein Pullover hier. Naja, der ist über den Felsen. Ja, die Pullover sind unter uns. Ja. Einer von uns. Einer von uns. Ja gut, wir sind ja gleich draußen. Ja. Oh, bei mir ist ein Bärchen gespawnt. Ja. Dann bleib einfach stehen. Ja. Alter, diese Affen, wie viele Hitpoints die haben. Unglaublich. Wenn das cool ist, hier leuchtet der Rex halt so cool im Dunkeln. Ja. Endlich hat man mal Dunkelheit. Hier kann man den mal sehen, ne? Da fehlt noch so ein Suchschein mehr von vorne auf dem Kopf drauf, ey, den einfach anschaltest, dass du nicht mehr siehst. Vielleicht kannst, wie bei so einem Verhör, weißt du, erstmal schön in die Funzel gucken. Vielleicht kannst du dem ja so einen Rundstrahl-Laternenpfahl auf den Kopf setzen. Die Wölfe lassen wir? Ja, ne? Die kommen ja nicht. Die haben Angst. Und Rex in Polizeifarben wäre cool. Ja, können wir ja. Wir haben das Blau. Haben wir, da kam ein Affe von oben gesprungen. Ich hab's gesehen. Ah, hier kommt noch ein Affe. Ja, der macht ja nichts. Ja, Silber und Blau haben wir doch jetzt. Genau, ich wollte gerade sagen, Silber und Blau, wir machen uns... Silber, hin. Blau, Rot, Leuchten. Und blaues Licht hat der eine auch im Auge. Ja, der Blaue. Dummer Affe, ey. Hinter dir ist ein Bär, Anni. Ja, kann ich gerade nichts machen, musst du machen. Ich hab hier vorne den Affen. Hinter die Wand hier. Ja, du musst sie aber auch wegdrehen, sonst kriegst du weiter Schellen. Ja, halte ich schon aus. Huch, mein Gott, oh, ich hab Standbild, oh mein Gott. Ja, gleich draußen hier. Na, hier ist die Höhengrenze. Ja, okay. Gut. Das ist hier mein Standbild. Ja, ich muss noch kurz Stamina regen. Naja, einfach weitergehen. Könnte langsam laufen. Welche?
Ja. Drei Stück. Dann ist noch ein vierter. Okay. Ist immer so verwirrend, ja? Dann ist auf einmal der Bildschirm schon wieder so rot angehaucht, so von wegen Hälfte Hitpoints runter, aber man hat eigentlich noch 20.000, ne? Oh, wunderbar. Die Außenwelt. Ach, hallo Affe. Ja gut, aber wenn du überlegst, 20.000 sind gar nicht so viel, wenn ihr bis 1.000 Schaden macht. Ja, oh Gott, da kommen jetzt gerade ein paar mehr. Lass mal ein bisschen zurückgehen, Erik. Okay, aber ist gut. Mit dem Schaden, das geht hier gut. Sehr schön. Das Witzige ist, da musst du nochmal das UI ausblenden. Und, also ich weiß nicht, ob der Bug behoben wurde. Früher konntest du das UI ausblenden und wenn die ganze Zeit Schadenszahlen hochgetickt sind, hast du die alle auf einmal gesehen, wenn du das UI wieder angemacht hast. Hatte ich damals bei der Schlacht auf Dings, auf die Island, diese Abschlussschlacht, ich das auch gemacht. Ey, da waren nur noch Zahlen, vom ganzen Bildschirm alles voll mit Zahlen. Das sieht ja bestimmt auch dann mega geil aus. Sehe nichts, meine Kamera ist in der Wand. Ja, ganz weiter vor. Okay. Sehr schön. Rechts ist noch ein Pullover auf der... Einfach ignorieren. Okay. Geil, wie hier einige Tiere einfach entspannt rumhängen, ne? Ja. Boah, zack, Licht an. Mega hell. Mega ja. Eskalation. Ja, so Scheinwerfer meinte ich hier, ne? Sowas brauchst du. Genau. Ach du Affe, ey. Sehr schön. Ja, aber das war doch erfolgreich. 15.400, ey. Hitpoints. Und nochmal ein Level ab. Ja, ja. Blöden Affen. Ey, ich hole demnächst so einen Bär oder diese hohen High-Level-Bären und drop die da hinten in die Gigas rein, da in dem verseuchten Gebiet. Können die sich gegenseitig austoben. Klamotten ausziehen, ja. Sonst verglühe ich gleich. Ja. Oh, stimmt. Hab ich auch gerade. Man geht gerade noch so. Ach. Hey, Chi. Sehr schön. Oh, cool. Da können wir gleich einen Rex mal anschauen. Ja. Oh ja. Auch die Sets und so. So, dann muss der Mario uns mal unsere Tierchen runterbringen.